Nachos, was hast du uns hier mitgebracht? Das tut mir so leid, ey, wirklich. Das wollte ich gar nicht. Das hast du aber schon gemerkt, dass das eine uns hinterhergerannt ist. Aber die waren voll süß, die waren voll neugierig. Oh mein Gott, ey. Dank Corona haben wir den Galanga-Vortrag mal ohne Kreuzfahrtschiff. Vom Nachbarscamper. Ja? Da ist doch nichts. Wir haben es jetzt zum Polar Circle. Wie heißt das? Polarkreis? Zum Polarkreis geschafft. Ab hier geht die Sonne im Sommer nicht mehr unter und im Winter geht sie nicht mehr auf. Und es wachsen keine Bäume. Ja, wir sind jetzt glaube ich auf knapp 600 Metern und hier wächst nichts mehr. Bei 500 da vorne war noch irgendwo was. Wir sind beim Salzrummen angekommen und es ist der größte Gezeitenstrom der Welt. Und hier trifft quasi Ebbe und Flut aufeinander. Und es ist extrem beliebt bei Fischen. Also hier wurde der größte Lachs aus dem Wasser geholt. 22,5 Kilo. Den sie mal geangelt haben. Tada! 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Und das mit Dachbox und vollgeladenem Auto. Dank der entspannten Strecken hier oben, wo man die meiste Zeit eigentlich nur 80 fährt, haben wir jetzt über 1000 geschafft. Aber hier oben ist das Tankstelle jetzt nicht so gut, dass wir jetzt irgendwann bei unterwegs vielleicht noch tanken werden. Also wie ihr seht, es läuft auch auf unseren Reisen nicht immer alles rosig. Also wir haben jetzt schon 22.23 Uhr und wir haben jetzt erst gerade eine Stelle gefunden, wo wir uns hinstellen können zum Schlafen. Und wir haben echt jetzt schon gut gesucht. Also hier oben ist es nicht so leicht, was zu finden. Im Süden ist es leichter. Ich hoffe mal, dass der Bauer hier jetzt nicht morgen früh um 4 kommt und seine Geräte hier benutzen möchte. So, wir haben es jetzt geschafft, nach einer gefühlten Ewigkeit Autofahren. Ich glaube, 3 Tage haben wir gebraucht. Jetzt stehen wir gerade und warten auf die Fähre. Die Fähre kostet 320 Kronen, glaube ich. Also ist im Vergleich zu der Fähre von Bodø nach Moskenes. Was an der südlichen Spitze der Lofoten ist. Genau. Und die Hauptroute. Ist es eigentlich relativ günstig, weil die Strecke dort kostet nämlich 119 Euro. Also das ist hier echt schon sehr viel günstiger. Man fährt zwar auch ein Stückchen länger, aber... Bei einem sparsamen Auto mit wenig Spritverbrauch ist es lukrativer, oben rumzufahren. Ja. Und man hat deutlich weniger Fährüberfahrt, weil heute ist das noch nicht so tolles Wetter. Und ich bin seekrank, Leute. Das kann man doch nicht machen mit mir. Was sind das bitte für Wellen, ey? Ja, heute Nacht wird auch eine Fähre ausgesetzt, weil es mit der Nacht zu schlecht war. Ja, dann ist es natürlich eine super Idee, direkt die nächste Fähre zu nehmen. Boah, sehen, ob ich nachher noch lebe.
Der Kuchen ist verspeist. Er war unglaublich lecker. Also lecker als ein Karottenkuchen, den wir hier gegessen haben. Aber das Wetter ist immer noch ziemlich beschissen. Jetzt kommt noch Regen dazu. Wir laufen jetzt zurück ins Auto, wo wir uns jetzt verziehen. Eigentlich noch kochen müssen. Aber ja. Obwohl wir jetzt schon hinter dem Felsen stehen, mit dem Auto in Windrichtung, damit wir den Kofferraum einfach noch aufmachen können, müssen wir uns jetzt hier trotzdem noch so einen halbwegs provisorischen Windschutz bauen. Haben wir unten noch den Windschutz dran beim Kocher. Und ich bin ein Windschutz. Und ich stand hier gerade noch neben dran, das Windschutz, und Chess hockt hier drin, damit wir wenigstens jetzt unseren Reis hinbekommen. Ja. Van Life. Naja, eher Camper Life bei uns. Die meisten Mac-User werden es wahrscheinlich kennen oder auch Leute, die auf Instagram viel unterwegs sind. Das ist, glaube ich, eines der berühmtesten Fotos von den Lofoten, wo die das hier vorne auf so eine Felszunge gebaut haben. Also dieses Wetter hier schlägt echt so dermaßen aufs Gemüt. Das ist unfassbar. Also es regnet den ganzen Tag, man sieht nichts, weil alles in Nebel gehüllt ist. Ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man schon mal auf den Lofoten ist, dann will man auch was sehen. Und ich könnte ausrasten. Wir sitzen gerade in einer blöden Bushaltestelle. Schlimmer kann es gar nicht sein. Okay, ich muss was zurücknehmen. Es könnte schlimmer sein, wenn wir nämlich keine Bushaltestelle hätten. Wir sind oben auf dem Rheinberg angekommen. Es waren über 1600 Stufen, bisschen Schlamm am Ende hier. Aber die Aussicht lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn uns jetzt der Regen wieder eingeholt hat. Runterlaufen ist so richtig lustig, weil irgendwie geht es halt sofort auf die Knie und auf die Knöchel. Also man merkt es gar nicht so richtig, aber sobald man stehen bleibt, fängt man so richtig an zu bibbern. Aber langsamer runterlaufen ist auch schwierig, weil das ist irgendwie noch anstrengender. Deshalb lässt man sich einfach bis auf die letzte Stufe wie jetzt runterfallen. Yeah. Wir haben unsere zweite Nacht nicht im Auto verbracht, also auf dem Trip. Eine Nacht haben wir im Zelt geschlafen, sondern wir haben ein bisschen Couchsurfing gemacht und wir hatten Glück, denn er ist eigentlich Housekeeper und hat eine Ferienwohnung hier verwaltet und die war zufällig frei und dadurch haben wir uns 100 Euro, die Ferienwohnung normalerweise die Nacht kostet, einfach mal gespart. Ja, und wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend mit vielen coolen Geschichten. Wir haben viel erfahren über die Lofoten, über den Fischfang, über die Kreuzfahrt-Menschen, die hier regelmäßig ankommen, weil der Manuel, der ist Tourguide, genau, der fährt die quasi, die hier ankommen, mit dem Bus rum. Und da war aber dieses Jahr halt wegen Corona nicht so viel, was er aber auch als sehr angenehm empfand. Und die Aussicht von hier ist halt mega. Direkt auf den Fjord mit türkisenem Wasser. Wie in der Karibik, wovor die Lofoten ja bekannt sind und was wir uns heute mal noch genauer anschauen werden. Thank you.
Wir haben zwei Sachen kaufen wollen. Das hätte 92 gekostet, aber ich wollte es mal nicht mit Karte bezahlen, weil wir einmal wegen den Himbeeren, die wir uns gekauft haben, zu viel Bargeld abgehoben hatten. Und da habe ich einfach 100 gegeben und 92 hat es eigentlich gekostet. Und dann hat es uns einfach noch eine Cinnamon Roll dazu gemacht. Das hätte eigentlich 137 gekostet. Ist so lecker. Also im Endeffekt hat, statt wir ihr Geld gegeben, hat sie uns im Endeffekt eigentlich was geschenkt. Ja, voll süß. Du bist richtig krank. Nur die Leute gucken schon alle. Ah! Hat er dich gemacht, ey. Einmal waren in der Arktis abgehakt. Ich fand's geil, wie das Wohnmobil hinter uns angehalten hat, um dir zuzugucken. Wir haben alle voll am Fenster geklebt. Das war schön. So, gibt's jetzt Frühstück? Ja. So, nachdem ich baden gegangen bin im Meer und wir Frühstück am Strand hatten, haben wir noch ein bisschen Müll gesammelt. Wir haben nicht mit so viel gerechnet, weil eigentlich sieht der Strand erstmal wie jeder Strand eigentlich ganz sauber aus. Aber im Endeffekt wurden eine sehr große Tüte, die wir unterwegs gefunden haben. Das waren eigentlich zwei von den kleinen und eine von den kleinen haben wir sogar schon weggeschmissen. Krasseste sind eigentlich diese ganz kleinen Stummel von Fischerseien. Also wir haben hier einmal große gesammelt, aber diese kleinen, das war Unmengen. Also das war das häufigste hier und ich glaube, die schneiden es einfach ab und schmeißen es einfach wieder hinterher. Also wenn ihr am Strand seid, die Tüte findet ihr häufig sogar vor Ort oder nehmt einfach irgendeine Tüte mit. Ich habe auch immer eine im Rucksack, ja. Habe ich auch schon mal erklärt. Jeder kann so einen kleinen Teil dazu beitragen, ja, dass die Welt ein bisschen besser wird, selbst wenn es nur so wenig ist. Ja. Und vor allem Zigarettenstummel. Schmeißt du doch einfach in Aschenbecher, wenn er schon raucht. Abschluss von unserem Besuch im Norden von Norwegen kommt sogar noch mal die Sonne raus. Und unsere Norwegen-Reise ist ja nicht zu Ende, sondern die wird wahrscheinlich einfach nur pausiert. Und der zweite Teil hier oben wartet einfach noch so ein bisschen auf uns. Wir müssen ja noch einmal die Nordlichter sehen und den ganzen Norden und das Nordkap und die Robben und die Wale und ja, alles, was da oben so wartet. Ihr seht schon, Norwegen gefällt uns mega gut. Also ich habe mich immer schwer getan zu sagen, was ist mein Lieblingsland. Weil ich immer gesagt habe, alle Länder sind irgendwie schön, aber ich habe jetzt meinen Favoriten und das ist Norwegen. Echt? Das ist sehr cool. Somit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen uns jetzt auf den Weg 2400 Kilometer zurück durch Schweden bis zur Fähre. Ja. Wenn noch was passiert, kommt vielleicht in den Outtakes. Achso, ja, da könnt ihr auch mal noch vorbeischauen bei der Jazz. Auf Freigereist, auf Instagram, YouTube und auf dem Blog. Tschüss.